Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde That Horse Game und zur neuesten Patreon-Testphase, nämlich zur Phase Nummer 5. Und es hat sich einiges getan, wie ihr schon sehen könnt. Die Optik hat sich aber sowas von verändert. Und zwar richtig, richtig krass. Schaut euch mal diese... Wow. Das ist halt überhaupt kein Vergleich. Ich finde, die Maussensibilität ist ein bisschen hoch. Also, wow. Das sieht ja halt mal richtig krass aus. Erinnert ihr euch noch an die letzte Sache? Zurück? Das sah ja schon nicht schlecht aus, aber... Wow. Oh mein Gott, sieht das jetzt krass aus. Da hat sich aber optisch einiges getan. Und der Charakter sieht noch recht ähnlich aus, aber die Lichteffekte und alles. Holla die Waldfee. Ja. Ja. Können wir das... Ist das hier eine Attrappe? Wir gucken mal, ob wir das Pferd reiten können. Ein Moment, der Herr. Ja, perfekt. Wow. Das sieht halt mal richtig schön aus. Oh mein Gott. Die neue Optik ist ernsthaft einfach der Wahnsinn. Das sieht so schön aus jetzt. Oh mein Gott. Das neue Update hat übrigens einige Sachen mitgebracht, unabhängig von der Optik her. Haben wir jetzt auch ein paar neue Funktionen drin im Spiel. Also wir können jetzt eben auch noch... Oh, guck mal hier, hier ist übrigens noch so ein Weg. Der war, glaube ich, auch noch nicht da. Also generell... Alter, sieht das... Das sieht so viel schöner aus. Also wir haben generell einige Fixes reinbekommen. Unter anderem aber auch können wir jetzt auf dem Parcours eben das Bogenschießen und alles machen. Also wir können jetzt, haben noch einiges, was wir uns anschauen können, jetzt innerhalb der nächsten Folgen. Aber wir gucken uns erstmal in der Folge jetzt so ein bisschen die Gegend an. Und meine Güte, das sieht richtig, richtig schön aus. Alter. Da, also da hinten war ja das Wasser, wir gehen ja mal dahin. Also, mir gefällt das mit den Lichteffekten sehr, sehr gut. Das ist halt wirklich, was das ausmacht, alleine mit Lichteffekten. Es wirkt so realistisch. Ich finde es mega gut. Auch wenn man hier so die Spiegelung dann auf dem Wasser dazu sieht. Okay, auf dem... Wow. Auch die Schatten. Okay, die Schatten sind noch nicht hundertprozentig in Ordnung. Weil da sehen wir noch so, dass unser Schatten noch ein eigenes Model hat. Also unser Schatten persönlich. Aber an sich, ich finde einfach, wow. Mir gefällt diese neue Optik halt so gut. Das sieht unfassbar schön aus. Also ich muss ehrlich sagen, eure Meinung natürlich wie immer gerne in die Comments. Ich muss sagen, dass ich seit dem letzten Update aber holla die Waldfee was getan hat. Von der Optik her. Spielerisch testen wir das auf jeden Fall auch noch. Gerade erstmal gucken wir uns so ein bisschen die Gegend an, was sich da noch daran geändert hat. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen... Wie kann man das sagen? Es wirkt ein bisschen kühler alles. Auch so die Bäume und sowas von der Art her. So sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wäre die Region ein bisschen winterlicher geworden. Also, weil das sieht so ein bisschen aus, als wäre so leichter Raureif vielleicht auf der Gegend drauf. Also generell wirkt es so, als wäre alles von der Gegend her, als wäre man eine Jahreszeit weitergegangen. So in der Art wirkt es. Auch von den ganzen, wir haben überall so Tannenbäume hier und alle haben so diesen leichten... Ja, wie sagt man, so diesen leichten Reif drauf, was sagt er so, Raureif, so ein bisschen diese Eisschicht so leicht. Also es wirkt auf jeden Fall kühler von der Art her. Liegt vielleicht auch daran, dass hier halt überall so Tannenbäume sind. Und
Das kann man nur sagen. Ich finde, das ist sehr, sehr schön geworden. Können wir hier rüberspringen? Nope. Okay, also wir können wirklich nur bei Hindernissen aktuell springen. Hier, Moment, das ist auch neu, dass wir hinten hier so eine... So. Hier können wir nochmal in den Stall gucken. Ah, Hilfe! So, einmal bitte absteigen. So. Und dann gucken wir noch mal. So, wird jetzt halt soweit im Stall aus. Unser Pferd läuft jetzt selber ein bisschen weg. Also im Stall hat sich, glaube ich, noch nichts großartig getan. Aber es gefällt mir von der Optik her. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man das sich hier so anguckt, auch jetzt wird auch das Wetter gerade schlechter. Wow, wir haben richtig Wettereffekte drin. Das Wetter wird jetzt gerade von am Anfang hätte ich einen richtigen schönen Wetter jetzt. Als ob es gleich unwettern würde. Sollten wir schnell unser Pferd holen. Es sieht das nämlich richtig nach Unwetter aus. Ich bin gespannt, wie ihr das neue Update findet. Unser Pferd hat sich hier vorne hingesetzt. Oh, es fängt tatsächlich an zu regnen. Wow. Ja. Wir haben direkt Wettereffekte. Oh je. Oh Mann. Hilfe! Wir müssen dich reinbringen. Ja. Na, wir bringen mal unser Pferd schnell hier rein. Denn, oh Gott, das Wetter wird ja richtig schlimm. So, unser Pferd ist erstmal im Stall drin. Aber dabei gucken wir uns nochmal das ganze Wetter hier außen so ein bisschen an. Schaut mal, es gibt sogar direkt Wasser auf dem Boden auch. Wow. Also ernsthaft, das ist richtig gut gemacht. Eure Meinung zum neuen Update, wie immer, gerne in die Kommentare. Und dann sage ich hier danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I've got issues, 'cause I fell in love with you. Doesn't make sense, but it's true. I can't help myself.